Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir werden uns heute die 10 Dinge angucken, die wir über Black Ops 4 noch nicht wussten, die bestimmt für einige von euch noch was ganz Neues ist und die auch für mich teilweise neu waren. Die Ideen aus dem Ganzen sind von Kommentaren von euch entstanden, von anderen YouTubern, die diese Sachen teilweise ausprobiert haben, teilweise vorgeschlagen haben. Zwei Dinge, die mich selber interessiert hatten, wenn ich mir Black Ops 3 und Black Ops 4 im Vergleich angucke. Und ich bin gespannt, wie viele von den Sachen euch am Ende bewusst sind. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr nochmal so eine Folge mit 5 oder 10 Dingen haben wollt. Mit Mythen und sonstigen Sachen, die ihr gerne einmal ausgetestet haben wollt. Völlig egal, was es ist, schreibt es unten rein. Ich werde mal gucken, welche wir davon irgendwie testen, umsetzen können. Und bevor ich euch jetzt weiter auf die Folter spanne, fangen wir doch einfach direkt mit dem allerersten an. Und es handelt sich hier um das Sniper-Nest. Die einfachste Möglichkeit, ein Sniper-Nest vom Himmel zu holen, ist nicht der Raketenwerfer, sondern eine Paladin mit Doppelvollmantel. Ihr braucht nur 6 perfekt sitzende Schüsse, um das Ganze vom Himmel zu holen. Es ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Das ist im Prinzip nur ein Magazin und das Sniper-Nest geht sofort down. Eine Paladin mit Doppelvollmantel kann man durchaus jedes Mal mitnehmen. Genauso geht es auch mit der Titan mit Doppelvollmantel. Hier braucht man allerdings mehr Schüsse für das Ganze. Was für uns bedeutet, die Paladin mit Doppelvollmantel hilft uns auch bei anderen Streaks, die vom Himmel zu geiern und ist viel, viel schneller als der Raketenwerfer zum Beispiel. Anders sieht das Ganze natürlich mit dem Kampfflugzeug aus, dem AC-130. Hier könnt ihr auch den ganzen Tag auf dieses Ding schießen. Ihr kriegt mit der Paladin nicht einmal Hitmarker. Egal, ob ihr direkt davor zielt, dahinter zielt, direkt auf das Flugzeug zielt. Das macht leider keinen Sinn. Das heißt, das hier ist ein Mythos, das hat jemand geschrieben, das funktioniert. Funktioniert nicht. Man kriegt das Ding so nicht runter. Was allerdings heftig ist, wenn das Einsatzteam reinkommt und ihr die Paladin zufällig in der Hand habt, dann passt mal auf, was ihr damit machen könnt. Ein gezielter Schuss und das erste Sniper-Mitglied ist weg. Zweiter Schuss, dritter Schuss und das gesamte Einsatzteam ist weg. Ihr habt 3 Schüsse, um den Helikopter zu zerstören. Und mit jedem einzelnen Schuss könnt ihr auch die einzelnen Mitglieder von dem Einsatzteam töten. Das heißt, mit 2 Schuss seid ihr die Einsatzteammitglieder los. Solltet ihr dann allerdings das Kampfflugzeug, weil es mit der Paladin nicht geht, mit einem Raketenwerfer und allen Aufsätzen, also Hochexplosiv und Schnellerfassung holen wollen, werdet ihr sehen, dass nach dem ersten Schuss sozusagen Flares abgeworfen werden, also im Prinzip Konterraketen, Kontermagnesiumstäbchen und ihr braucht 6 ganze Schuss mit dem Raketenwerfer mehr, als ihr dabei haben könnt, um das Ganze zu zerstören. Das bedeutet wiederum, 6 Schuss für ein Kampfflugzeug ist nicht lohnenswert, weil ihr in der Zeit wahrscheinlich schon runtergeholt werdet oder beziehungsweise 4 oder 5 Mal sterbt und meistens so eine Klasse ja auch nicht dabei ist. Wenn ihr dann wiederum versucht, das Einsatzteam mit dem Raketenwerfer zu töten, auch hier kann ich euch sagen, es ist nicht die schnellste Möglichkeit und das Einsatzteam wird abgesetzt, bevor ihr die Chance habt, den Helikopter auch nur zum Rauchen zu bringen. Das Einsatzteam ist längst unten und wir schießen immer noch, das Einsatzteam läuft jetzt umher und der Helikopter hat im Prinzip noch nichts abbekommen. Das heißt, auch das ist ein Mythos, mit dem Raketenwerfer das Einsatzteam geiern wird nichts. Kommen wir doch direkt, wenn wir das jetzt sozusagen durch haben, zu der nächsten Sache, die mich wirklich brennend interessiert hat. Es haben Leute behauptet, dass wenn 2 gegnerische Scharfschützenteams in der Luft sind, die sich gegenseitig vom Himmel holen. Und ich konnte das und ich kann es nach wie vor nicht glauben. Jetzt passiert mal, was ist, wenn 2 Feinde, 2 Gegner jeweils ein Scharfschützennest in der Luft haben? Tatsächlich werden beide Scharfschützen aus jedem Helikopter aufeinander schießen und holen sich gegenseitig vom Himmel. Es ist einfach unglaublich. Im Prinzip bedeutet das für uns also, dass wir eigentlich, wenn ein Scharfschütze oben ist, unseres im Prinzip auch wirklich nicht rufen wollen, weil es durchaus sein kann, dass unser Scharfschützennest direkt runtergeht. Wollen wir uns allerdings bei unserem Gegner dafür irgendwie revanchieren, können wir einfach einen Annihilator rausholen und mit satten 5 Schüssen den Keimflugschrauber einfach vom Himmel holen. Das heißt, der Annihilator ist wirklich eine hervorragende Alternative, um Dinge vom Himmel zu holen, die uns abfangen. Kommen wir aber nochmal zur Paladin als Streetkiller zurück. Selbst der Kampfhubschrauber, der 1300 Punkte kostet, ihr seht es, wir zählen einfach mal mit 2, 3, er raucht, 4 und der letzte 5. 5 Schuss mit Doppelvollmantel auf der Paladin und auch der Kampfhubschrauber geht runter, bevor er auch nur einen einzigen Schuss los wird. Das heißt, um das Ganze einmal zusammenzufassen, was die Paladin macht, was auch anders als in anderen Black Ops Teilen bisher ist, nicht der Raketenwerfer ist im Prinzip die einzige und beste Möglichkeit, Streaks vom Himmel zu holen, sondern wir haben die Option zwischen allen Waffen mit Doppelvollmantel
wo sich zum Beispiel die Cordit aber einfach nicht lohnt, weil der Rückstoß zu groß ist und die Kugeln zu weit wegfliegen. Das heißt, man nimmt die Titan mit Doppelvollmantel, man nimmt die Paladin mit Doppelvollmantel, man kann den Annihilator nehmen und auch der Tempest ist in gewissermaßen möglich, aber ihr braucht einfach realistisch gesehen zu viel Schuss, weil die Kugeln vom Tempest nicht stark genug sind. Lasst uns doch mal gucken, was wir noch irgendwie wirklich ins Reich der Fabeln zurückballern können. Kann man das Kampfflugzeug mit dem Tempest vom Himmel holen? Ich habe es für euch ausprobiert, Leute, und ihr seht, es raucht, es kriegt sogar Schaden ab, aber es reicht nicht. Der Tempest ist weg, bevor wir das Kampfflugzeug vom Himmel geholt haben. Es verliert ungefähr pro Tempest-Einsatz 40% von seinem Leben. Das bedeutet, selbst wenn man zwei Tempest in der Runde hat, die gleichzeitig auf den Flieger schießen, hilft es uns nicht. Alternative natürlich mit dem Tempest drauf und dem Raketenwerfer hinterher. Wenn wir mit dem Tempest auf das Scharfschützennest spielen oder schießen, sieht das Ganze aber anders aus. 4 Schuss, 5 Schuss, 6 Schuss, 7... 7 Schuss und das Scharfschützennest ist unten. Das heißt, wenn ihr den Tempest sowieso habt und ihr den mehr oder weniger verschwenden wollt, der Tempest ist eine Option, um das Scharfschützennest vom Himmel zu holen. Sollte euch das alles irgendwie zu kompliziert sein, nehmen wir einfach eine Hailstorm und versuchen, einen Kampfhelikopter damit runterzuholen. Wenn ihr die Hailstorm direkt auf den Kampfhelikopter draufhaut, seht ihr, was passiert. Eine Hailstorm killt einen Kampfhelikopter. Das heißt, eine Hailstorm hat man öfter dabei. Absolut lohnenswert. Jetzt haben wir doch einiges auf Firing Range ausprobiert. Lass uns doch mal gucken, ob es gewisse Bugs oder Gimmicks oder Quests gibt, die wir auf anderen Maps haben, die wir so vielleicht noch nie ausprobiert haben. Und vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, auf der Map Arsenal versucht oder probiert ihr mit Sicherheit des Öfteren mal in den Schacht bei der B-Flagge eine Suchermine vom Tempest reinzuwerfen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr das versucht. Die Suchermine vom Tempest verschwindet einfach und läuft oder fährt da einfach nicht rein. Egal wie ihr es anstellt, egal was ihr macht, sobald ihr das Ding da drinnen werft, verschwindet sie und wir haben auch getestet, sie macht keinen Schaden. Warum das so ist? Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass es der perfekte Ort für ein fahrendes kleines Fahrzeug ist. Vielleicht ist es Absicht, vielleicht ist es ein Bug, wer weiß. Die nächsten Sachen, die ich mich gefragt hatte und die ich auch so noch nicht ausprobiert hatte, war: Hilft uns ein Trophy-System davor, dass eine Hailstorm uns erwischt? Das heißt, egal ob sie geclustert ist oder als einzelne Rakete runterkommt. Und um das Ganze zu testen, habe ich Gott sei Dank den lieben Sadek gehabt, der mir dabei geholfen hat. Und schaut euch mal an, was für ein Ergebnis wir bekommen, wenn wir das Trophy-System vor uns werfen und die Hailstorm von oben auf uns hineinbricht wie die Hölle. Die Hailstorm tatsächlich, wenn das Trophy-System auf dem Boden liegt, dabei ist es auch egal, ob 1 oder 2, macht, ich lasse es euch einfach selber sehen, genau das, was sie soll. Das Trophy-System wird sogar zerstört und beschützt uns nicht vor der Hailstorm. Das Ganze haben wir so probiert und geclustert. Etwas, was ihr mit Sicherheit nicht gewusst habt, ist, dass wenn ihr die Flash, also den neuen Knall, in die Luft werft und das richtige Timing habt, dass sie die Hailstorm beim Anfliegen zerstört. Das habe ich noch nie gesehen irgendwo vorher. Es wurde in die Kommentare geschrieben, dass ihr es ausprobieren soll und es ist Wahnsinn, es klappt tatsächlich. Eine weitere Frage, die viele beschäftigt hat, ist, ob man eine Möglichkeit hat, den Thrasher vom Himmel zu holen. Und ich habe es mehrmals probiert und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, obwohl er sehr, sehr schnell ist. Ihr müsst ihn treffen, wenn er auf dem Weg zu euch ist. Dann muss die Rakete einschlagen, genauso wie die, kurz bevor er sich dreht. Wenn ihr diese beiden Raketen trefft, kriegt ihr den Thrasher mit 2 Schuss vom Himmel runter. Solltet ihr das Ganze aber Multiplayer versuchen, kann ich euch jetzt schon garantieren, dass ihr scheitern werdet. Das hier ist beim, ich glaube, 11. oder 12. Versuch erst gewesen. Der Thrasher ist einfach zu schnell, dass man ihn vom Himmel holen kann und solange es keinen EMP-Kern gibt, habt ihr keine Wahl, als in Deckung zu bleiben. Kommen wir zur vorletzten Frage, die ich persönlich für mich selbst hatte und da ging es um den Reiniger. Kann der Reiniger jemanden töten, der im Wasser ist? Ja, solange er an der Oberfläche ist. Ist er unter Wasser, funktioniert das Ganze nicht mehr. Da hat der Reiniger nur noch eine Reichweite von wirklich einem Zentimeter. Das heißt, der Gegner muss im Prinzip direkt in euren Augen sein. Was auch komisch wirkt, Wasser wirkt auf den Munitionsgurt bei der Cordit. Das heißt, die Cordit, ihr kennt das, überhitzt nach einer gewissen Zeit, wenn ihr sie mit Munitionsgurt spielt. Fun Fact dazu, wenn ihr mit großem Magazin spielt, könnt ihr länger schießen als mit Munitionsgurt. Und ihr seht, das Wasser sorgt dafür, dass die Munition immer weiter rausgefeuert wird und die Waffe erhitzt nicht. Und zu guter Letzt wollte ich wissen, ob das Drachenödem, das heißt der Agentenmod der Mog 12, der die Gegner langsam verbrennen lässt, auch die gleichen Auswirkungen hatte, wenn der Gegner danach, weil er ja offiziell brennt, ins Wasser springt.
Und wieder einmal hat sich Folgendes herausgestellt: Egal was ihr mit dem Gegner macht, sobald er getroffen ist und er ins Wasser springt, wird ihn das nicht davor bewahren, dass er sich heilen kann. Das heißt, auch das ist widerlegt. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ist wirklich speziell. Ich hoffe, euch gefällt die. Ich denke, ihr alle kennt bei Contraband unter der B-Brücke diesen Punkt hier. Und wenn ihr hier tatsächlich eine Hitzewelle rauslasst, könnt ihr das während ihr im Wasser seid machen und alle Gegner über euch brutzeln, ohne dass ihr irgendwie Gefahr lauft, von oben angeschossen zu werden. Ich denke, das sollte doch einigen in manchen Situationen helfen. Ich hoffe, das waren Sachen, die euch gefallen haben, die euch vielleicht ein bisschen was Neues über das Spiel beigebracht haben. Solltet ihr Sachen haben, um die ich mich irgendwie kümmern soll, schreibt das gerne in die Kommentare, Leute. Ich werde mir gerne diese Folge und diese Serie weiterführen. Ich fand es teilweise sehr, sehr unterhaltsam beim Testen. Manchmal ist es auch sehr, sehr anstrengend, weil Sachen nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir heute ein bisschen schlauer als vor 10, 15, 20 Minuten. Auf jeden Fall, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Lasst gerne positive Bewertungen da. Daumen nach oben wäre großartig. Lasst gerne noch ein Abo da. Wir haben fast die 6500. Ist echt eine krasse Zahl. Vielen, vielen Dank für den Support. Macht euch einen schönen Abend. Ich bin raus. Haut rein.